Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer, wir sind hier in der Herzrasen-App. Das ist ein Fußball-Live-Ticker von der Deutschen Telekom. Und ich bin jetzt zugegeben etwas überrascht, denn eigentlich lagen mir die Informationen vor, dass es hier keinen Live-Ticker zur Champions League und Europa League-Qualifikation gibt. Der ist jetzt hier doch drin. Schade, hätte ich mir gern mal live angeschaut. Jetzt kann ich euch leider nur hier mal die Aufzeichnung geben. Und zwar dreht man da ins Querformat. Und da sieht man schon unten so eine Zeitleiste. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf dem kleinen Bildschirm hier erkennen kann. 90. Minute hat nochmal ein Tor durch den VfB. Highlights wie Eckstöße oder Distanzschüsse, die gefährlich sind, werden hier mit den jeweiligen Vereinslogos markiert. Wir haben da auch noch was hier von Dynamo Moskau, wo leider das Icon fehlt, sehen wir gerade. Bei den deutschen Clubs oder bei den richtig bekannten Clubs aus Europa ist das allerdings nicht der Fall. Das ist jetzt nicht ganz so spektakulär, euch hier diesen Ticker zu zeigen. Stattdessen drücken wir mal hier oben rechts drauf. Da haben wir noch ein paar andere coole Sachen. Wir fangen mal ganz links an mit allgemeinen Infos zum Spiel. Schiedsrichter, Anstoßzeiten, Stadion und so weiter und so fort. Dann die Aufstellung, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Da werden die Spieler so verteilt. Und je nachdem, ob man dann nach rechts oder links wischt, sieht man dann zum Beispiel hier noch die Auswechselspieler. Was es jetzt hier nicht gibt, sind ja, weiterführende Informationen zu den Spielern. Da kann ich also so viel rumdrücken, wie ich will. Da tut sich leider nichts mehr. Nächster Punkt, Statistiken, auch recht interessant, gerade wo das Spiel vorbei ist. Tore klar, Ecken gab es da keine, kein Abseits, kein Foul. Könnte sein, dass da was nicht stimmt. Wir gucken gleich nochmal in so eine Pokalpartie, da sollten eigentlich alle Daten vorhanden sein, vor allen Dingen, weil es hier gelbe Karten gab, dann denke ich mal, gab es auch irgendwie Fouls, sei denn es waren Beleidigungen oder sonstiges. Cooles Feature hier, auf jeden Fall noch die Twitter-Feeds, die mir jetzt leider hier auch nicht angezeigt werden. Gerade waren sie kurz da. Das ist ein bisschen komisch jetzt. Ich schiebe das jetzt mal auf die Tatsache, dass dieser Europa League-Ticker eigentlich gar nicht eingebaut sein sollte. Deswegen gehen wir mal zurück hier auf die Partie Regensburg gegen die Bayern. Immer wieder drehen. Ja, das macht nicht ganz so viel Spaß. So, da gucken wir nochmal oben in die Statistiken rein. Da ist jetzt hier auch alles bei 0. Das wundert mich ein bisschen. Denn das sollte natürlich nicht sein. Wie dem auch sei, gucken wir aber hier nochmal in den Twitter-Feed rein. Der ist jetzt hier komischerweise auch leer. Woran das liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Also als ich getestet habe, da war Europa League und Champions League Qualifikation war nicht drin. Aber dafür waren die Statistiken und die Twitter-Kommentare drin. Das ist ein bisschen komisch, ich bin auch etwas überrascht. Deswegen weichen wir hier nochmal aus auf die Vorschau. Achso, hier, jetzt bin ich gerade drauf gekommen. Im Menü kann man die Ligen auch auswählen, für die man sich interessiert. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir möchten die Partien der ersten Bundesliga. Live natürlich nichts, aber demnächst. Hier direkt morgen Abend schon der Dortmunder Sportverein, beziehungsweise der Ballsportverein. Heißt es, glaube ich, ne? Ballverein, Ballsportverein Borussia. Ja. Einigen wir uns darauf. Wir drehen mal wieder in den Querformat. Und jetzt kann ich sagen, hier, okay, Push-Benachrichtigung aktivieren. Da kriegen wir dann Anpfiff, Abpfiff und Tore per Push. Zusätzlich kann man hier abstimmen, wie das Spiel ausgehen wird. Und wir sind einfach mal optimistisch und sagen, okay, die Bremer gewinnen. Dann, okay, verändert sich jetzt prozentual nichts, aber die Masse macht natürlich. Und es glauben gerade 62% daran, dass die Dortmunder das Ding hier nach Hause fahren. Ja, das war die Herzrasen-App. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ein paar kleine Kinderkrankheiten hatten wir jetzt noch gesehen. Tabelle, klar, funktioniert jetzt noch nicht. Warum Statistiken jetzt nicht funktioniert haben und die Twitter-Feeds, kann ich nicht ganz sagen, weil das hatte heute Morgen noch auf jeden Fall geklappt. Dafür haben wir jetzt Europa League und Champions League Qualifikation als Live-Ring. Also auch nicht die schlechtesten Neuigkeiten. Insgesamt kostenlos.
eine gute Sache und diese kleinen Werbebanner hier unten gibt es auch nur im Hauptmenü und nicht in der Ticker-Ansicht.